Mit Schuster, CDU/CSU. Danke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Modus operandi, Motive des Täters, fast alles bei dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz war anders als bei der Mordserie des NSU. Doch es gibt eine schreckliche Parallele. Das ist die Zahl der Opfer, der überlebenden Verletzten, der trauernden Angehörigen. Und deswegen wundere ich mich manchmal schon über die am meisten gestellte Frage in den letzten Tagen von Journalisten, warum braucht es eigentlich diesen Untersuchungsausschuss? Ich glaube, dass diese Frage sich selbst beantwortet. Erstens, erwarten die überlebenden Opfer und Angehörigen ganz sicher nicht nur Entschädigung, gute Betreuung und Hilfe. Ich glaube, sie erwarten eine ernsthafte, schonungslose Aufklärung. Und ich glaube, sie erwarten ernsthafte Konsequenzen bei den Fehlern, die wir feststellen. Garantiert aber erwarten sie nicht das, was in den letzten 5, 6 Minuten hier oder 10 Minuten in dieser Debatte schon angeklungen ist, parteipolitischer Zank. Ich habe deshalb die Idee, und ich glaube, da kriegen wir ein Einvernehmen hin, dass wir vielleicht für das Mindsetting aller, die in diesem Untersuchungsausschuss sitzen, zunächst mal die Opfer, die Überlebenden und ihre Angehörigen einladen. Ich glaube, dass ein solches Gesprächsformat für jeden hier gut ist, sich noch mal zu justieren, worum geht es eigentlich. Dem kann sich, glaube ich, kaum einer verwehren, der ein Herz im Leib hat. Meine Damen und Herren, die Öffentlichkeit, ich sage es in alle Richtungen, die Öffentlichkeit schaut nach meiner Erfahrung aus 2 Untersuchungsausschüssen NSU sehr genau darauf, ob wir hier aufklären wollen oder ob wir hier parteipolitischen Zank veranstalten. Das ist nicht der Respekt, den wir beweisen müssen vor dem, was geschehen ist und vor den Opfern und Hinterbliebenen. Und zweitens, ja, über NRW, über Berlin, über Sonderermittler, über Taskforce des Parlamentarischen Kontrollgremiums hinaus, wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss, weil wir ehrlich und präzise aufklären müssen, ob ein Netzwerk von über 30, vielleicht sogar 40 Behörden, Aufenthaltsbehörden, Polizeibehörden, Justizbehörden, Nachrichtendienste aus Bund, Ländern und Kommunen, ob dieses Netzwerk funktioniert, funktionieren kann. Ich sage es noch spitzer, hätten alle alles richtig gemacht in diesen 40 Behörden, wäre es dann besser gelaufen? Ich bin mir nicht sicher, und genau das möchte ich in diesem Untersuchungsausschuss aufklären. In 2 Worten, ist das System überfordert gewesen oder waren es Einzelfehler? Ich möchte nicht wie die AfD schon mit Vorverurteilungen in den Untersuchungsausschuss gehen. Lassen Sie uns bitte gemeinsam aufklären. Ich habe die große Hoffnung, Frau von Storch, dass Sie in der Lage sind, Ihr Weltbild zu verändern in einem solchen Ausschuss. Ein Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert der parlamentarischen Demokratie. Da lernt man unter Umständen auch Dinge, die das eigene Weltbild völlig erschüttern. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Das würde mich freuen. Dritter Punkt. Meine Damen und Herren, der Bund hat schon zahlreiche Konsequenzen gezogen. Ich denke an das BKA-Radarsystem zur Gefährdereinschätzung, an die Verschärfung der Abschiebehaft, Ausweisung, Ausreisegewahrsam erweitert und. Reicht das, ist die Frage, die wir klären müssen. Oder braucht es mehr Reformen? Und haben wir die Opfer richtig behandelt? Bin sehr gespannt auf, hoffentlich einigen wir uns darauf, auf ein Gespräch mit Kurt Beck. Und seine Erfahrungen, die scheinen ja intensiv zu sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, der Antrag kommt von 5 Fraktionen. Die 6. Gewinnt vielleicht noch neue Eindrücke. Ich habe das Gefühl, Frau Renner, dass man zwischen einstimmig und einvernehmlich nicht so große Unterschiede machen muss. Und deswegen glaube ich, dass man in einem solchen Untersuchungsausschuss durchaus in einem gemeinsamen Geist arbeiten kann.
Ich darf als Letztes noch mal erinnern, wir hatten ursprünglich mal an alle die Einladung ausgesprochen. Wer die damals nicht annahm, will ich jetzt nicht vertiefen. Aber es gab mal die Motivation der Unionsfraktion, eine komplette Einigung herbeizuführen. Dazu ist es nicht gekommen, lag nicht an uns. Jetzt ist es ein Neustart, ich glaube ein guter, und ich bin froh, dass wir anfangen können. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege